Ich bin in letzter Zeit auf einige Drogenstudien gestoßen, bei denen ich mir dachte, wow, die Menschheit würde ausflippen, wenn sie von diesen Studien hören würde. Und so bekam ich die Idee für dieses Video, in welchem ich Studien aufzähle, wo die Ergebnisse schockieren oder die Experimente moralisch fragwürdig waren, Studien, wegen denen Leuten ihre Jobs verloren haben. Die Reihenfolge ist zufällig und hat nichts mit dem Grad der Kontroversität zu tun. Als erstes hätten wir das Concord Prison Experiment. Dort hat man 32 jungen Gefängnisinsassen das Psilocybin von Zauberpilzen gegeben, um zu schauen, ob das die Rückfälligkeit nach einer Freilassung beeinflusst. Und erstaunlicherweise wurden von diesen Gefangenen, die das Psilocybin bekamen, nur 25% rückfällig, während bei einer Kontrollgruppe, die kein Psilocybin bekamen, 80% rückfällig wurden und wieder munter Verbrechen begingen. Doch freut euch nicht zu früh, man hat Jahrzehnte später versucht, diese Studie zu reproduzieren und kam nicht auf solche revolutionären Ergebnisse. Den Forschern der ursprünglichen Studie wurden einige methodische Fehler vorgeworfen. 2014 wurde allerdings an meinem Geburtstag eine Studie veröffentlicht, die zu dem Schluss kam, dass Gefangene, die halluzinogene Drogen konsumierten, weniger wahrscheinlich nach ihrer Freilassung gegen ihre Bewährungsauflagen verstießen, welche vor allem Dinge wie Drogenkonsum beinhalteten. Das nächste Experiment ist einfach unnötige Tierquälerei. Bei dieser Studie wollte man herausfinden, ob LSD bei Elefanten gegen die Krankheit Must hilft. Mast ist eine Krankheit, die Elefanten auf aggressive Weise ausflippen lässt. Doch anstatt dem Elefanten irgendwie erst eine kleine Dosis zu geben und sich dann langsam hochzutasten, spritzte man ihm 297 Milligramm LSD. Das ist fast das 3000-fache einer normalen menschlichen oralen Dosis. Ja klar, da Elefanten schwerer sind, macht es Sinn, mehr als bei Menschen zu verabreichen. Aber das 3000-fache injiziert? Diese Dosis ist gleichzeitig auch die höchste Dosis LSD, die je einem Lebewesen verabreicht wurde. Wenige Stunden später war der Elefant tot. Es ist allerdings nicht sicher, ob er vom LSD gestorben ist. Man verabreichte dem Elefant auch 2800 Milligramm Promazin, um einige Nebenwirkungen des LSDs zu beseitigen. Jahre später machte man ein weiteres Experiment, in dem man Elefanten eine ähnlich hohe Dosis LSD gab. Diesmal aber nicht gespritzt, sondern oral eingenommen, und da überlebten die Elefanten glücklicherweise. Moment mal, sieht ein Elefant eigentlich auf LSD anstatt rosa Elefanten rosa Menschen? Die Ergebnisse der folgenden Studien sind so kontrovers, dass ich mir nicht sicher war, ob ich die überhaupt mit ins Video nehmen soll. Nee, obwohl, ich war mir sicher, dass ich die mit reinnehme, aber Leute mit einem Gewissen hätten sie vielleicht rausgelassen. Ich konnte erstaunlicherweise mehrere Studien finden, welche ich euch hier einblende, die zu dem Ergebnis kamen, dass man bekifft eigentlich genauso sicher Auto fährt wie nüchtern. Eine Studie des Forensischen Instituts der Monash Universität Melbourne kam sogar zu dem Ergebnis, dass Menschen, welche 5 Nanogramm THC oder weniger im Blut hatten, weniger Unfälle bauten als nüchterne Fahrer. Viele Forscher erklärten die Ergebnisse der Studie so, dass man sich beim Cannabisrausch im Gegensatz zum Alkoholrausch nicht überschätzt und vielleicht sogar unterschätzt und somit vorsichtiger ist als nüchtern. Natürlich gibt es auch Studien, die ein erhöhtes Unfallrisiko bei Cannabis ergaben. Deshalb warne ich hier nochmal ausdrücklich vor dem berauschten Fahren. Oh mein Gott, bedeutet das, dass ich doch ein Gewissen habe? Die skandalöse Schlagzeile der nächsten Studie lautet: Schlaue Kinder nehmen im späteren Leben eher Drogen. Die Forscher von der Cardiff University und dem University College London ließen 8000 Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren Intelligenztests machen. Dann fragte man diese mit 16 und 30 Jahren zu ihrem Drogenkonsum. Dabei kam heraus, dass überdurchschnittlich intelligente Jungs mit 50% erhöhter Wahrscheinlichkeit zu Drogen greifen im Vergleich zu dümmeren. Bei hochintelligenten Mädchen ist die Wahrscheinlichkeit zum Drogenkonsum sogar doppelt so hoch. Es ist doch irgendwie auch logisch, dass Intelligenz mit einer gewissen Experimentierfreude und Neugier zusammenhängt. Wenn man sowieso schlauer als der Rest ist, kann man doch ruhig ein paar IQ-Punkte an den Drogenkonsum opfern. Faktoren wie psychische Probleme, Einkommen, Schicht der Eltern spielten laut dieser Studie keine Rolle. Diese Studie belegt somit, dass Vorurteile wie "nur dumme Menschen nehmen Drogen" oder "Leute, die Drogen nehmen, machen das nur, weil sie ein schlechtes Leben haben und ihre wahre Realität durch die Drogen verdrängen wollen" nichts mit der Realität zu tun haben. Das heißt also, wenn ich viele Drogen nehme, werde ich schlauer. Geil!
Allein, dass ich da drauf gekommen bin, zeigt, wie schlau ich bin. Kommt ein Pferd in die Bar, fragt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht? Das Pferd antwortet, Reiten ist gefährlicher als Ecstasy. Das war das Ergebnis einer Studie von Professor David Nutt. Diese Studie war auch Thema meines allerersten Videos auf diesem Kanal, weshalb sich keiner von meinen 340.000 Drogenjunkie-Abonnenten mehr daran erinnern kann. In Großbritannien, wo die Studie durchgeführt wurde, gibt es ca. 30 Tote durchs Pferdereiten im Jahr und nur ca. 10 durch Ecstasy. Das sind leider Zahlen, die ich aus einem Interview von David Nutt mit Sky News nehmen musste, weil ich nirgends die Studie finden konnte oder eine Auflistung aller Zahlen und Daten, die sie verglichen haben. Was mich besonders dabei stört, ist, dass ich vor allem Zahlen in Relation zu der Anzahl der Konsumenten bzw. der Reiter hören will. Wobei das vielleicht nicht mal so relevant für die Message ist, die die Untersuchung eigentlich haben sollte. Die Message ist nämlich, Reiten richtet in der Gesellschaft mindestens genauso viel gesundheitlichen Schaden an wie MDMA. Und trotzdem kommt keiner auf die Idee, das zu verbieten. Obwohl Regierungen vorgeben, dass die Philosophie hinter Drogen verboten ist, dass man den Bürger vor Gefährlichem schützen will, vernachlässigen sie bei anderen gefährlichen Aktivitäten diese Philosophie vollkommen. Diejenigen, die die Studien für unglaubwürdig halten, sind sich vermutlich nicht ganz bewusst, wie gefährlich Reiten eigentlich ist. Eine andere Studie zeigt, dass sogar das Motorradfahren ein vielfach geringeres Unfallrisiko hat als Reiten. David Nutt berichtete, dass er nach der Veröffentlichung seiner Studie sogar besonders viel positives Feedback von Reitern bekam, die zu ihm meinten, jupp, Reiten ist fucking gefährlich. Tja, da hätte Christopher Reeve mal lieber Ecstasy nehmen sollen, anstatt zu reiten. Und zwar diese Pillen hier. Weil meine Zuschauer alle 13 sind, versteht den Joke sowieso keiner. Das war nicht die einzige Studie von David Nutt, die für Aufsehen gesorgt hat. Von ihm ist auch die Studie, bei der rauskam, dass Alkohol die gefährlichste Droge für die Gesellschaft ist. Diese Studie kommt euch vielleicht bekannt vor, weil ich sie schon oft auf meinem Kanal erwähnt habe. Alkohol war aber wohlgemerkt nur insgesamt für die Gesellschaft am gefährlichsten. Für den Konsumenten selbst wurden Drogen wie Heroin höher gerankt. Aber auch hier ist Alkohol vorne mit dabei. Solche Studien sorgen dafür, dass David Nutt von der britischen Regierung, für die er mal arbeitete, gefeuert wurde. Das ist sowieso der größte Skandal von allen. Die haben ihn ja nicht gefeuert, weil er seinen Job nicht gut gemacht hat, sondern nur, weil seine seriösen wissenschaftlichen Ergebnisse gegen die aktuelle Drogenpolitik sprechen. Ja, die derzeitige Drogenpolitik ist wissenschaftlich nicht fundiert. Als letztes haben wir MK Ultra von 1953, eine Studie der CIA, bei der man versucht hat herauszufinden, ob Drogen wie LSD als Wahrheitsserum oder nicht tödliche Waffe genutzt werden können. Das Krasse an der Studie war, dass man die Drogen oft an nichtsahnende Bürger ohne medizinische Aufsicht gefüttert hat, die als Folge von diesen undurchdachten Versuchen teilweise schwerste psychische und körperliche Schäden erlitten. Das Ganze verstieß sogar gegen das Gesetz. Die CIA versuchte diese Experimente zu vertuschen, unter anderem durch Aktenvernichtung. Besonders schade ist natürlich, dass sie sich nach all diesen Versuchen gegen LSD als Waffe entschieden haben. Die Welt wäre doch ein gutes Stück besser, wenn man sich mit LSD beschießen würde, anstatt mit tödlichen Kugeln. Aus Zeitgründen habe ich all diese Studien nur sehr oberflächlich besprochen. Schreibt mir in die Kommentare, zu welchen Studien ich ein detailliertes Video machen soll. Mirko aka MrWissen2Go hat zum Thema Drogen heute auch ein echt spannendes Video rausgebracht. Er bespricht dort, wie es eigentlich dazu kam, dass Drogen verboten wurden, was ich auf diesem Kanal nie so ausführlich besprochen habe wie er in dem Video. Im Allgemeinen kann ich den Kanal echt sehr empfehlen. Besonders an seinem Kanal beeindruckt mich immer, wie objektiv seine politische Berichterstattung ist. Daher ist es mir echt eine Ehre, hier mit ihm so eine kleine Collab machen zu können. Wenn ihr ein Open Mind 3000 habt, abonniert meinen und Mirkos Kanal.